Naja, es war eigentlich in 5 Minuten erledigt, das Thema. Also viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich glaube, wir beide sind uns einig und so auch das ganze Team. Hat uns natürlich sehr viel gekostet, sehr viele Punkte gekostet. Und an dem Sonntag haben wir ein paar Geschenke an andere Teams überreicht. Aber ja, manchmal passiert sowas, da muss man durch. Und das Wichtigste ist, dass es weitergeht. Und nächste Woche ist das Rennen in Kanada. Also wie gesagt, 5 Minuten haben wir über das Vergangene gesprochen und dann eigentlich die nächste halbe Stunde, was eigentlich noch besser werden muss, damit wir auch ja, in Zukunft dort bleiben, wo wir sind. Naja, wir haben uns an einen Tisch gesetzt und darüber gesprochen und natürlich gab es viele Sachen, die natürlich in der Presse ja, ihren Lauf gemacht haben und vieles davon war eben auch nicht wahr und das Wichtige ist, dass man einfach dann sich zusammensetzt und das Ganze klärt. Wer jetzt was wirklich gesagt hat und wie was gemeint war und was eben wirklich nur ja, ein Hirngespinst war von manchen Leuten und dass man einfach mal klaren Tisch macht und wie gesagt, das ging eigentlich relativ zügig. Ja, und danach haben wir weiter über die Performance des Autos gesprochen. Ich glaube, das war auch viel wichtiger. Ja, also ich meine, einig sind wir uns. Schön war es nicht, aber wie gesagt, manchmal hat man sowas und wichtig ist, dass es weitergeht. Also, ich denke, das Thema hat jeder abgehakt und der Blick ist nach vorne gerichtet. Vielleicht auch von der Papierform her nicht unsere stärkste, aber wer weiß. Also, wir haben ein, zwei Sachen, die uns vielleicht ein bisschen helfen. McLaren, glaube ich, ist sehr stark einzuschätzen mit dem F-Schachtsystem oder wie auch immer man es benennt, weil Montreal doch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke ist. Also sehr viele lange Geraden hat, lassen wir uns überraschen. Aber bis jetzt, glaube ich, hat man gesehen, dass unser Auto eigentlich unabhängig, fast unabhängig vom Streckentyp immer gut funktioniert. Ja, Valencia ist ähnlich. Also Valencia ist zwar auch ein Stadtkurs, aber es hat doch sehr viele lange Geraden drin und sehr viele Vollgaspassagen. Also auch wieder eine sehr, sehr schnelle Strecke. Was, glaube ich, wieder Teams wie McLaren sehr liegen kann. Ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr waren wir bis jetzt überall schnell und von daher gehen wir eigentlich sehr selbstbewusst auch in die nächsten beiden Rennen. Und sollten wir nicht schnell genug sein, dann müssen wir trotzdem das Beste draus machen und die meisten Punkte versuchen zu hamstern. Well, it was pretty straightforward. You know, we were talking probably 5 minutes about what happened. Obviously, there has been a lot of yeah, things going around in the press, and a lot of it was made up. So we had a chat about it. I think we all, you know, agreed on the fact that, you know, it was pretty unnecessary. So we lost a lot of points in the constructors and both in the drivers' championship to the others. So wasn't ideal, but you know, that's life. Sometimes shit happens. You have to move on. And yeah, the rest of the meeting, we were chatting about the car and how to make sure that we, you know, stay ahead of the others. No, it was friendly. I mean, I never had a problem with Mark, so you know, inside the team, there is no real trouble or any problem, you know, with anybody. It was more to, you know, really clean up or tidy up the table and to see, you know, what everybody has said in the press or hasn't, and to see, you know, what was true and what was false. Because obviously there was a lot of yeah, things going around, and some of those were never even said by anyone. So, but I think it's normal, you know. Obviously, it's a very interesting topic for the press, and everyone has got an opinion. So, difficult situation for us to deal with. But I think the most important is that we understood that we have to move on. Yeah, it's a very nice track. I like it. Probably, if you look on paper, it's not the best for our car. But on the other hand, you know, our car has been very competitive every single race this year. So I think we can be going there heads up high and you know, try to do our best. I think the McLarens will look very strong there because, however you call it, J-switch F-duct system should work there again pretty well, similar to Valencia, which is coming right after Montreal. So we'll see, but I think we have a very good chance. We try our best and try to, you know, score the maximum points.